In a world with two guys. Spielen die zwei, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind die zwei, von der Nathai, Minas ist dabei, Subnautica, und du hast ein ganz hässliches chinesisches Tattoo auf dem Arm, auf dem Rücken. Du auch, Jackie. Auf dem Rücken, Alter, das ist verwischt. Da steht doch, glaube ich, Penis kurz oder so. Ja, das ist chinesisch für Penis. Mein Penis ist kurz. Ja. Das ist ein chinesisches Zeichen. Das ist rassistisch. Das stimmt. So, wir haben 18 Grad, was sagt da draußen? 17? Pfeile, da brauchen wir Federn. Für barfuß und, oh, 7. Warte, ich komme mal zu dir. Siehst du, das ist doch eine Angel. Der Morgen ist noch gerade da. Kater springt auf meinen Tisch, ist alles nicht so geil. Versuch den kurz auf meinen Kartoffelsamen. Wir brauchen, das nächste ist Essen jetzt. Nochmal ja, Holz hacken. Nochmal Holz hacken, damit das Feuer nicht ausgeht. Das müssen wir auf jeden Fall, das machen wir jetzt als erstes, würde ich sagen. Genau, die Bäume könnten und vielleicht schon wieder hackbar sein. Nee, sind noch nicht. Können wir uns denn ein Angelschnur machen? Ein Angelschnur will er machen, Leute. Da gibt's doch so einen, dann können wir doch bestimmt Fische aus dem Fluss holen. Dann würde es uns auf jeden Fall helfen. Du meinst eine Angelschnur an sich? Ja, aber hier gibt's ja. Eine Angelroute. Ja. Und Verzichter für den Fischfang. Also du brauchst eine Rute und die Schnur. Und dann brauchst du eine Baumlarve. Ach, die kriegst du vielleicht zufällig, wenn du hier so einen Baum wegtackerst? Ja. Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Feuer voll, damit das nicht aufhört zu brennen. Ja. Jetzt blute ich schon. Also ich habe schon so Verlust von Lust vor Lust. Was? Verlust? Ja, Verlust. Ich glaube, ich muss sterben. Jetzt ist das Feuer ist voll. Ich hab jetzt kannst du sterben. Ja, nur gut. Ich finde nur den Weg. Also das Ding zeigt dir nach einer Minute, glaube ich, oder so, nur den Weg, ne? Nach Hause. Du musst aber eine Minute oder eine Minute? Jedenfalls eine gewisse Zeit lang musst du ohne klarkommen. Wie ohne was? Ohne den Weg nach Hause. Ich bin tot. Scheiße. Du bist gestorben. Ja. Kann man da irgendwie eine Kiste machen eigentlich? Du bist tot. Drücke L1 für Respawn. 100 Sekunden. Aber ich bin am See und da ist meine, ach, mein Leiche sehe ich ja da. Ah, echt? Das ist einfach. Ja gut, dann sterbe ich wahrscheinlich auch. Hat man denn da den Kram drin? Die Leiche lässt was fallen, ja. Einen, okay. so einen kleinen Lootbeutel da. Ich habe so Stoff, Kiste. Ich habe noch ein paar Pfeile, ein bisschen Munition, Metall, Schießpulver, Patronenhülsen und Zwiebelsamen. Hey. Ich habe Samen gefunden. Hype. Sub-Hype. Sub-Hype? Sub-Hype. Ich habe jetzt leider nicht so ein Danke-Bild wie du. So ein schönes Schild, ne? Ja, Danke-Schild, ja. Meine Frau gebastelt, ist patentiert im Stream. Das ist wie früher Stefan Raab hatte. Aber was hat denn der da gehabt? Ja, der hatte so ein Klappschild am Tisch. Ja, aber es waren. Was stand denn da drauf? Das überlege ich jetzt gerade. Ich überlege jetzt gerade, wo ich sterbe. Ja, an der Base. Kann ich das nicht beschleunigen? Wenn du an der Base stirbst, siehst du, ja, wo die Base ist, weil deine Leiche das Leichensymbol hat. Ah, so ist bei mir jetzt. Ich sehe nämlich meinen Totenkopf und dementsprechend weiß ich, wo ich hin muss. Und bin dort ziemlich nah. Oh, es ist ein 7 Days to Die Rucksack, der hier gedroppt wurde. Das ist ja cool. Leider ist die Kiste weg, die hier stand. Aber es dauert anscheinend noch. Dann schlage ich jetzt noch ein bisschen Holz, solange ich kann, würde ich sagen. Ja, macht Sinn. Ist nett. Stimmt, auf dem Schild bei Stefan Raab stand Puller-Alarm, sagte die. Puller-Alarm. Auch, ja, aber da stand noch was anderes drauf. Kannst du nicht meinen Stuff nehmen? Ja, klar. Wo bist du denn? Und dann schlage ich noch ein bisschen Holz und gebe es dir gleich. Ja. Hier gebe ich es. Hier ist auch eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Kiste. Da hinten ist Eisen. Und oh, ganz viel Seile und Patronen und so. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Richtung Südwesten ist noch eine Kiste. Denk dran, dass drüben der Wolf da rummacht. Der Wolf ist kein Problem für mich. Ja, Subsistence. Ich hab's damals, hab ich einen angezockt gemacht, da war schon eine Multiplayer geplant. Und dann hat er das kurzfristig rausgenommen, der Entwickler. Ja, und ich habe ja lange nach dir, habe ich ja den Stream angefangen und gestreamt. Also lange nach dir, war bestimmt ein halbes Jahr später oder so. Ja, ja, aber da waren ja schon diverse Änderungen drin. Da ging schon einiges vorwärts, ja. Aber auch kein Multiplayer. Also bei mir war es auch noch nicht. Herr Dinnen.
So, die letzten Kräfte noch nutzen hier. Krass, Subsistence schon ewig her. Wie lange sind die jetzt schon im Early Access? Bestimmt 3 oder 4 Jahre, würde ich mal sagen, ne? Oder könnte sein. Das könnte sein. Nein, das müsste 3 Jahre mindestens sein. Ist ja ein Braunbär und ein Grizzlybär oder was? Oh, der sieht doch so viel größer aus, der Grizzly. Okay. Was los? Bruder, was los? Bruder, was los? Hat man nicht so Ehre genommen in so einem Kram? Ehre. Ach, Ehre genommen. Ja, das ist wirklich ein Ehrenmann. Du bist ein Ehrenmann, Minjas. Nee, ich bin tot. Ein toter Mann bin ich, kein Ehrenmann. Bist du schon tot? Ja. Und was jetzt denn, ja egal, eigentlich, du siehst ja dann. Du bist gestorben in der Natur. Gut. Ne, ich mach jetzt linke Maus aus zum Respawn. Ich guck mal, was passiert. Anzeige der Base für 100 Sekunden. Woran sehe ich? Da vorne. Ich glaube, ich bin gerade ums Eck gestorben. Nicht weit, ne? Nee. Ist ja nett. Sagt die Pflanze hier. Ja, trotzdem wäre ich für einen Schlafsack, damit man sich das ersparen kann. Ja. Lange Route geht noch nicht. Braucht noch mehr Fasern. Faser kann ich machen. In 2 Fasern, Tauwerk. Seit 3. Aber gute Idee mit Subsistence, muss ich sagen. Macht gerade irgendwie, ich finde es ganz interessant gerade. Ja, ich auch. So was anderes, ne? Ja, ich auch. Drei. Alles nehmen. Ja. Hallo. Ich auch. Ja. Was können wir mit der Leiche machen? Können wir die verwerten? Eine Leiche. Oh, sie ist weg. Im Keller. Guten Tag. Hallo, na? Nasin. Können wir ihr eine Kiste machen? Was müssen wir machen, um eine Kiste zu bauen? Wir müssen Holz hacken. Da, Lagerkiste. Da brauchen wir 3 Seile, die hätte ich. Dann brauchen wir 10 Nägel. Das ist so ein bisschen problematisch, weil Nägel kriegen wir doch wahrscheinlich erst über eine Schmelze, oder? Ja, Nägel sind bisher noch problematisch. Ist sozusagen der Engpass. Wie kommt man denn an Nägel? Das Bottleneck. Stellt man Nägel her, wenn man keine findet, oder sind die wirklich nur rein zum Finden? Die sind nur zum Finden. Die kann man herstellen. Hallo? Ja. Ist das Ding an? Kannst du später herstellen, wenn du einen Furnace hast. Achso, aber da werden erst Sachen später freigeschaltet, weil jetzt so eine Liste sehe ich ja den Furnace noch nicht wirklich. Okay. Aber du kannst ja hier. Nee, das kann sein, dass wir die mit der Werkbank machen müssen oder so ein Kram. Furnace kannst du. Nee, den kannst du hier nicht sehen, richtig? Weil der wird an der Wand in dem Ding gemacht. An der Wand? Dieses Brett schon so. Das ist schon so eine kleine Crafting Station, ja. Ah, es macht blaues Licht. Nee, Basislicht. Und Blutlicht. Kannst noch runterscrollen. Nicht vergessen. Hier wird Energie raus. Wow. Okay, Dietrich, Hammer, ein Stall. Du kannst halt immer nur Sachen craften, wenn du genug Energie hergestellt hast. Das Ding stellt über Zeit Energie her. Du kannst aber auch so Sonnenkollektoren und Windräder bauen, um da mehr Energie herzustellen. Interessantes Konzept. Ja, und dann brauchst du so Speicher, um mehr Energie zu speichern, um größere Sachen herzustellen. Ne? Das ist voll das detaillierte Ding, ne? Also es sieht ja aus wie so eine Schaltzentrale, sehe ich gerade. Ich will Zeit will ich mit C sliden. Ja, was sagt das über mich aus? Mit C sliden, dass du zu viel Apex gespielt hast. Ja, genau. Was das Spiel ist. Okay. Also, mir macht das echt Spaß. Ich bin zwar noobig in Shootern, das weißt du, aber nimmst du ja trotzdem mit. Und dann möchte ich dir auch mal danken, als echter Freund, der auch einen noobigen Spieler mal mit aufs Feld nimmt. Wo? Das ist wirklich in Ernst. Dann hat dich jetzt überfordert, ne? Dieses Geschmeichel. Ja, weil ich ja auch, ich kenne dich ja, das ist ja nicht echt. Es ist ja gelogen, es ist ja eine dreckige Lüge. Und dann weiß ich nicht, wie ich mich in der Öffentlichkeit jetzt da verhalten soll. Das ist der Punkt. Naja, klar. Wie geht's mir denn? Ach, geht mir ja ganz gut. Also ich probiere also jetzt essen. Hier. Wie kommen wir denn an Essen normalerweise? Wir werden uns ein Elch besorgen, denke ich mal. Oder ein Stück Huhn oder so. Oh ja. Oder ein Hasen. Brathähnchen. Wir könnten uns auch einen Wolf besorgen. Brauchen wir weder mal eine Pistole oder zumindest mal eine Pistole und einen Bogen. Das wäre jetzt nämlich meine kleines nächste MG. Idee. Ein kleines MG. Eine 8-8er. Flak. Den Hasen zu jagen. Okay, lassen wir das. So, ich kann einen Bogen. Ich mache mir jetzt einen Bogen. Mhm.
Stimmt das, dass ich mir ihn mache? Nee, sieht nicht so aus. Ich brauche immer noch zweimal mehr Faser. Mehr als du. Immer zweimal mehr als du. Was ist denn das? Was brauchen wir für einen Bogen? Das schauen wir noch mal. Gehe ich hier eigentlich auf Waffen. Gewicht? Nee, Gewicht wir ist... Wir brauchen mehrere Seile, da fängt schon mal an. Und Stöcker. Na, so viele sind das doch gar nicht. Nee, Stöcker ist nicht das Problem. Die Seile sind das Problem. Genau, ich habe jetzt schon 5. Oh, ich hab 2 gefunden. Ja, läuft doch. Ja, dann jag uns mal was zu essen. So ist der Plan. Aber sieht man die Basis jetzt hier eigentlich irgendwie? Ah, die sieht man über die Karte hinweg, okay. Ja, da hast du so ein Dings, genau. So ein Pöbel. Stehst du ja Purify Dirty Water, ist das Ding... Ach, das ist leer. Aha, unsere Flasche ist leer. Unsere Feldflasche, die wir haben. Einen also Bogen herstellen. Hm? Ja, mach mal. Nee, du. Der Loot um den Bergen war gar nicht so schlecht. Ich kann einen Pfeil herstellen. Ein Pfeil. Kann ich den wieder looten, Alter, wenn ich jetzt, sag ich mal, nicht treffe? Da ist eine Kiste. Yes. Komm, Seile, bitte. Nägel, 2 Stück. Und ein Seil. Und Federn. Also wenn es die Federn? Nicht hätte, Federn ist gut. Kannst du vielleicht Pfeile herstellen? Eine Federn. Eins Federn. Munition ist das ja wahrscheinlich, ne? Ich habe ja schon 2 Pfeile, wenn du da willst. Ach Quatsch. Das ist ja nice. Jo. Kann man die wieder einsammeln? Wäre glaube ich, nur fair bei der Anzahl. Oder? Was? Entschuldigung. Abgelenkt. Pfeile einsammeln? Fragezeichen. Ja, das weiß ich eben nicht. Das habe ich auch mich auch gerade gefragt. Also rein von... Oh. Das klingt nach Bär oder Wolf. Na, Wolf. Schießt du gerade? Ich hacke Holz. Hört sich geil an auf die Entfernung, ne? Das hört sich an wie Schüsse. Dunk, 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 dunk. Hier, komm her. Ich gebe dir die Pfeile. Ach, da bist du. Warten Sie. Dumm. Kommt es an hier rein, warte, für 46, 90, 50. Dann können wir nämlich, du kannst mal so ein, dann können wir mal auf Jagd gehen. Dann komme ich mit und sammle noch ein bisschen Sachen mit dir ein, Holz und so weiter. Mhm. Aber erstmal füllen wir das Feuer wieder auf, würde ich sagen, oder? Wow. Hier, 4 Pfeile hinter dir. Nice. 4 Pfeile. Dann gucke ich mal, lass mich kurz das Feuer auffüllen. Und dann reiten wir los. Dann geht jeder mal aufs Klo und dann reiten wir los. Was eine Animation. Das sieht ja gut aus. Ich finde insgesamt ist das Spiel ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, wie es sich entwickelt hat. Also, ich meine, die Entwicklungszeit ist natürlich lang, aber wenn du da alleine an so einem Spiel rumdokterst, ist es natürlich auch jetzt nicht gerade... Ne? Dauer. Ja. Oh, der Brennstoff war übrigens fast leer, ne? Nice. Ist jetzt wieder voll. Ich habe ein Reh gefunden. Wo bist du denn? Ich bin mehr oder weniger da, wo du... dich auf... gesetzt habe. Ja, ein bisschen weiter rechts am Fluss. Eigentlich musst du nur am von der Base am Ufer runter. Jo. Ah, du bist am Fluss. Ja, auf dem Steinsteg. Was ist denn jetzt mit dem Reh? Ah ja, jetzt hat er sich... Ah ja, ich seh dich. ...entspannt. So. Get him. Oh. Hat getroffen, wa? Ich hab keine Ahnung. Es hat Batsch gemacht bei mir. Bei mir auch? Okay, wir gehen auf die Jagd. Du Guys. On the hunt. Ich guck grad mal, ob ich hier irgendwie... Hier ist es noch, hier ist es noch. Es fluchtet. Hier. Oh, oh. Vorne links. Ah, da ist ein Wolf hinterher. Oh, ernsthaft? Nee, warte hier. Ja. Unser Essen. Fein. Ja, so hinter dem Felsen im Rechten jetzt. Da in die Richtung ist es weg. Das ist eine Kiste. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich den... Ja, vor allem ist der Pfeil fort, oder? Ja, ich weiß nicht. Soll ich mal einen auf den Boden schießen, um zu gucken? Mach mal. Ah, nee. Der ist fort. Der ist weg. Was, die Pfeile sind weg? Fort. Boah. Schade. Das ist aber eine harte Nummer. Wenn wir zu zweit auf so einen Wolf einknüpfen mit der Axt. Sollte eigentlich machbar sein, wa? Hier vorne wäre einer. Lass uns mal einen Level 1 Wolf suchen. Ja, irgendwann eingeschränkt. Was ist das? Level 3, ja gut, jetzt. Level 3. Der hat 100 Health. Ja, keine Ahnung, was wir so an Schaden machen. Schieß. Oh ne, echt jetzt? Mhm.
Oh ja. 70. Und nochmal ein? Ja. Hä, mit der Axt geht das nicht? Doch. Ich komme, 18. Oh, ich bin tot. Ah, ich bin auch tot? Wie hat der sein Leben wieder bekommen? Der hat gecheatet. Wieso ist der Level 5? Alle uns. Der hat an uns gelevelt. Ey, wir sind. Ist ja grausam. Oh, Scheiße. GG, Wolf. Das Schlimme, das Schlimme ist, der hängt jetzt hier rum in unserer Base. Nee, bei mir ist er nicht mehr hier. Doch, der steht hier. Der steht da. Der blutet aber. Oh mein Gott, geil. Der levelt der einfach mal an uns. Wolf. Ja, aber was ist das für ein Cheater-Wolf? Nein, der ist stärker geworden dadurch, dass er dich getötet hat und dann hat er es aber dadurch, dass er dich gefressen hat. Die Tiere leveln? Ja. Das hat uns keiner gesagt. Doch, dummerweise. Nee, ich wusste das. Ich wusste das, dass hier. Also, ich habe nur nicht mehr drei da. Naja. Oh, wie übel. Das ist richtig übel. Jetzt haben wir die Bestie, weiß die Geister, die ich rief. Die Bestie des Todes vor der Tür. Was für eine Scheiße. Wir müssen mal die loggen hier. Reloggen. Na, Wahnsinn. Ist das schön. Der Wolf ist versorgt. Du sagst es. Ja, der hat jetzt zwei Sachen zum Fressen und so. Oh, ich hab hier. Oh, ich hab. Proteinriegel und einen Apfel. Der ist ja kurz vor. Eine richtige Mahlzeit. Zwei Hasen hauen gerade hier vor mir ab. Weißt du, das war beim letzten Mal, glaube ich, auch schon so. Dass der Schwierigkeitsgrad. Das Spiel ist schwer. Das ist schon schwer. Aber das hält einen auch irgendwie bei der Stange. Und es macht es halt irgendwie langlebiger, sag ich jetzt mal. Behaupte ich jetzt mal. Was? Das hat wehgetan? Der höhere Dings. Oh, ich blute. Weiß ist sichtbar. Ja, der Wolf steht daneben. Oh, was? Ich blute? Du blutest. Na geil. Darf ich die Bandage verwenden, nur weil ich hier so ein. Ein kleines Stückchen. Hier ist übrigens ein Reh. Das wäre vielleicht sicherer gewesen. Was machen wir jetzt mit dem Wolf? Der steht da. Wenn der uns nochmal tötet, haben wir bald Level 20 Wolf. Ich meine, ich habe wie viel? Der hat 100. Der hat 100. Ich habe 30. 35 Schaden habe ich wahrscheinlich gemacht. Mit dem Pfeil. Ja, es wäre schon gegangen. Wenn wir beide einen Bogen gehabt hätten, wäre das schon irgendwie möglich gewesen. Wie schlecht. Er steht da rum. An unserem Zeug. Du musst rangehen, bis er knurrt. Ja. Und dann zurückgehen. Dann kommt er dir hinterher. Und dann sterbe ich irgendwo weiter in der Pampa? Nein. Nee. Du musst ihn halt immer so. Ich lock ihn weg. Ja, genau. Auf Entfernung bleiben. Vielleicht sieht er mich auch nicht. 100%. Er knurrt. Gut, dann ein Stück zurück. Er wird auf jeden Fall kommen. Geh. Er schnuppert. Genau. Komm her, Wundi. Nee, jetzt will er nicht. Ich geh nochmal ran. Wundi. Ja, Wundi. Das Schöne ist am Sterben. Ich hab meinen Gram. Ja, nice. Wenn du willst, komm, kannst du meinen. Komm. Wenn geht, kannst du meinen auch noch nehmen. Jetzt? Nee, ich komm nicht ran. Ich logge ihn jetzt aber weg. Also ich hab noch ein ganz schönes Stück, bin am Zaun gespawnt. Ja, er läuft jetzt auf jeden Fall. Ich müsste ihn eigentlich so weit weggeloggt haben. Ich glaube, ich hab mir jetzt von deinen Sachen weggeluert. Gedingst. Gedingst. Ah ja, Biohazard. Nee, er kommt wieder zurück. Der Arsch. Er geht jetzt wieder an den Platz zurück. Ah nee, er geht jetzt nur in einem gewissen Range. Ich weiß nicht, wo dein Dings ist. Der war direkt daneben eigentlich. Okay, ich gucke jetzt erstmal, dass das Feuer nicht ausgeht. Ja, ja. So, ich hole jetzt erstmal weiter Holz, damit das nicht das Problem wird. Das ist ja voll das Survival-Spiel. Das ist ja Seven Days to Die ein Kack dagegen. Kannst du haben. Kannst du haben. Voll der Spawn-Camper, ne?
Der, ja, ist ein fieser Hund. Verstehst du? Ich finde dich nicht witzig. Ah. Auch ein bisschen. Fieser Hund. Das ist der gemeine Beutelwolf, genau. Will ich nicht. Kiste. Oh, 10 Nägel. Nice. Ich habe jetzt schon ein paar Kisten gelootet und werde gleich sagen, was ich kurz habe. Und zwar 6 Nägel, Schrot, Munition, Waffen, Karotten, Blaubeeren. Die werde ich jetzt essen. Blaubeeren ist gut für Blaubeerkuchen. Ich habe da so meine Erfahrung mit Blaubeerkuchen. Ich gehe ja schon weg, Wolf. Dein Bruder ist auch in der Nähe. So. Was war das denn? Wie schnell ist der Respawn eigentlich von den Bäumen? Also... So ein Tag. Und wenn jetzt bald die Jäger spawnen und sie das Leben zur Hölle machen, ist da der Wolf wahrscheinlich Kindergarten gegen, oder? Ja, die kommen jetzt nicht direkt jagen. Die bauen sich auch erstmal auf. Ah. Allerdings looten die auch und farmen Holz. Und die cheaten wahrscheinlich. Und die sind gut da drin. Ja, ich wollte gerade sagen, die cheaten. Und die sind da relativ fix im Bauen. Also wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir die dann schon früh bekämpfen. Attackieren können, ja. Ja gut, Pfeil und Bogen wäre ja schon mal was, ne? Wäre schon mal eine Nummer, ja. Das heißt, wir müssen so ein Hühnchen jagen. Ja, ich habe jetzt... Wir hätten vielleicht erstmal einen Huhn jagen sollen statt einen Wolf, oder? Wäre vielleicht smart gewesen. Klar, klar. Ich meine, wir hätten auch einfach keinen Level 3 Wolf nehmen sollen vielleicht. Also, ja. Nee, der sich dann auf Level 5 hochpimpt. An uns. Aber jetzt wissen wir halt einfach mehr. Also, wir wissen... Wie viel Schaden macht ein Pfeil? 38 Holz. Kann ich da nicht was draus bauen? So ein bisschen, die Hütte ein bisschen größer bauen. Wenn Holz alleine ist. 12 Nägel. Das ist doch. Ja. Dann mache ich jetzt eine Lagerkiste. Dass man da zumindest schon mal den Kram reinsetzt, weißt du? Ja. Ich hab einen Hasen hier. Hast du wieder was? Hasen. Scheiße. Ein Hasen. Okay. Soll ich mal nach deinem Rucksack gucken? Klar. Wenn du kannst. Ja, warte mal, ich setze erstmal die Kiste. Das machen wir als erstes. Wolle. Chill. Achso, der macht da auch ein bisschen. Na gut, dann gucke ich das jetzt. Ich an das Ding komme. Ja, genau. Wenn es ein Huhn x-fach tötet, dann haben wir ein Evil Chicken. Da ist ein Rucksack. Level 5 Chicken. Da. 2 Wölfe getötet. Also, so, ich also hab ihn zwar. Ich sehe deinen Rucksack, aber der Wolf schnuppert. Oh komm, ich bin dran. Ich bin dran am Hündchen. Ein bisschen höhen. Ich hab deinen Kram. Ich hab deinen Rucksack. Hab schon? Nein! Oh, das läuft Richtung Bär! Das läuft Richtung Bär. Ja, das ist schneller als wir. Das ist so richtig, das Hühnchen-Pattern, wie es heißt, läuft folgendermaßen. Du läufst ihm hinterher und es hält dreimal an, sozusagen. Mhm. Und beim dritten Mal wartet es länger, beziehungsweise solltest du eigentlich rankommen, sodass du es aufnehmen kannst. Okay. So ist sozusagen die Mechanik von der ganzen Sache. Gut, ich habe mich jetzt auf dich irgendwie als Profi so ein bisschen... Ne, so. Ja, klar. Ich meine, ich kann das nur verstehen. Na ja, klar. Profi. Da. So, ich setze jetzt eine Kiste. Dann haben wir zumindest den ganzen Kram. Wo ist er hin? Ah, unten. Hä? Wo bist du, Wolf? Oh, Mann. Boah, ist die Kiste groß. Ich stelle die jetzt direkt an die Wand, oder? Kann man die noch irgendwie drehen? Oh. Da, so. Wie kann man die drehen? R? Die hat Scharniere hinten. Okay. Stell die direkt an die Wand unter diesen... Ich freue mich. Du hattest meine Kiste, sagst du, ne?
Jo. Jo. Oh, sehr schön. Hier ist, ah, hier ist der Level 5 Wolf. Der alte Biest. Nicht bellen. Nicht bellen. Chill. So was essen wäre auch nicht schlecht, ne? Jetzt brauche ich mal so Blaubeeren rein, in der Hoffnung, dass das. Ich habe einen Proteinriegel bei. Das war nur gut. Ja, bisher. Und ja. Mit Wasser. Die sieht richtig schick aus, ne? Die Props, also wenn man sich hier so Scharniere anguckt und so weiter. Nice. Sollen wir ein Dach machen? 10 Nägel, 4 Bretter. Wenn du kannst, do it. Kann man gemeinsam. Ah, nee, das war Spieler besetzt. Du hast ja eigentlich einen Stiernacken, mein Freund. Ich bin ein Bär. Wie im wahren Leben. Ich mach erstmal ganz viele Sachen so. Schon übrigens wieder Nacht, ne? Wir werden gleich wieder frieren. Das war. Federn. Du hattest aber nicht. Achso, was war das für ein Geräusch? Ich hab Holz aufgefüllt. Achso. Ach, das chinesische Tattoo, jetzt sehe ich das. Auf der anderen Seite ist er auch so. Da sind ein paar komische Tattoos. Tattoos. Sieht aus wie auf der rechten Schulter, sieht aus wie ein Tattoos. Eine Ming-Schale oder ein Löwen. Okay, kannst keine du Ahnung, an die Kiste? Ja. Und ich guck mal, jetzt mal Wasser ab. Oder? Wasser abkochen, nice. 10 Nägel, wir haben 20, nice. So, dann brauchen wir Bretter. Für ein Holzdach. Kompakt schräg. Meinst du, man kann ein Dach einzeln setzen oder muss man hier Pfosten setzen dazwischen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wenn ich das wüsste. Sag ich jetzt mal. Feldflasche mit schmutzigem Wasser kann in Folge reinigt werden. Ja, dann probiere ich jetzt ein schräges Dach. Dann machen wir mal. Ein rundes? Reinigen wir doch mal hier. Ein rundes ist wahrscheinlich für die Ecken oder so gedacht. Keine Ahnung. Probieren wir mal 4 Bretter herzustellen. Oh, hier ist ein Dietrich drin. Nice. Oh, ich habe Wasser. Das ist ja nice. Ihr habt's gemacht. Ich bin hier am Fluss, hab Flasche auffüllen gesagt. Ja. Und hab die Flasche ins Feuerlicht. Oh, nice. Ich müsste das Spiel gleich mal neu starten. Krieg mit. So, irgendwie. Buckelt? Ja, ich hab getappt zwischendurch. Wie kann ich denn die Flasche auffüllen im Wasser? Rechtsklick auf die Flasche. Achso. Was hast du hier, ne? Ah ja, Zwiebelsamen. So sehen Zwiebelsamen aus. Okay. Jetzt wird es wieder dunkel. Ja, sieht aus wie Steine, ne? So. Ich mach jetzt mal ich versuche mal ein Dach gleich herzustellen, wenn es soweit ist. Sag mal, können wir damit nicht Erste-Hilfe-Kit machen? Nee. Fischöl. Also eigentlich bräuchten wir auch eine Angel. Ich glaube, eine Angel? Eine Angel wäre super, weil dann Angeln, dann Futter, dann gut. Eine Angelleine, eine Baumlarve. Wie kriegen wir eine Baumlarve? Das erfahren wir in der nächsten Folge, Fleischhammer. Und zwar herzlichen Dank für Zuschauen, meine Damen und Herren. Ich wünsche euch alles Gute, schlaft gut, habt einen schönen Tag. Die 2:15 nach 3 melden sich demnächst wieder. Bis dahin. Gute Tschüss. Nacht.